Hi, hallo und herzlich willkommen heute zu einem Akkuschraubendreher-Spezial. Alle E-Schraubendreher, die ich gefunden und für gut befunden habe, liegen vor uns auf den Schneidematten und um die soll es heute gehen. Ich möchte euch einführend was über den Verwendungszweck der Geräte erzählen, für was die gut geeignet sind und was man besser nicht damit machen sollte. Anschließend werde ich Gerät für Gerät mit euch durchsprechen, Zahlen, Daten, Fakten nennen, die Pros und Kontras rausarbeiten, erklären, welche Werkzeuge sich gut damit kombinieren lassen, vielleicht in welcher Verpackung das sind, weil zwei von den Kandidaten, die kommen in einem tollen Systemkoffer. Und anschließend möchte ich euch ein Fazit geben. Ich habe einen Test gemacht und dann schauen wir uns an, was die wirklich so an Performance hier droppen, die Geräte. No, das war's schon. Nichts riskieren, abonnieren, schon kann's losgehen. Die Geräte sind hauptsächlich für filigrane Schraubarbeiten gedacht, wo es um Gefühl geht, am besten um solche Maschinenschrauben anzuziehen, und zwar einen ganzen Haufen davon. Die Hersteller sagen, dass man von diesen Maschinenschrauben, wahrscheinlich sind die dann ein bisschen kürzer, zwischen 1000 und 1200 anziehen kann. Also die Laufzeit von den Akkus, das sind alles Lithium-Ionen-Akkus, die reichen so ungefähr. Dafür bin mir nicht ganz sicher, ob das ein Marketing-Gag ist oder ob das wirklich so ist. Na, kommen wir vielleicht später noch dazu. Die sollen 4 bis 5 Mal schneller sein beim Schrauben, als wenn man das von Hand macht. Und das ist schon der nächste Punkt. Wenn hier von Hand schraubt den ganzen Tag, ja, dann dauert es nicht lang. Dann melden sich die Sehnen, man kriegt Sehnenscheidenentzündung und ja, am nächsten Tag hat man das Malheur, wenn man dann wieder arbeiten muss. Dann ist es ein bisschen unkomfortabel. Für den Heimanwender ist es ein Stück Luxus, aber auch eine Arbeitserleichterung, weil wenn man zum Beispiel einen 6 Grad anziehen will mit so einem Schlüssel, da muss man immer schrauben, muss man nachgreifen, dann rutscht man ab, der fällt runter, ärgert sich und so setzt man den Schraubendreher einmal an, drückt auf den Knopf und die Schraube läuft schön rein. Die sind weniger für Heavy-Duty-Shit geeignet, also um zu bohren. Es gibt ja, auch habe ich euch vorgestellt, Bohrer mit solchen Bitaufnahmen, wie die alle haben, und ja, das nicht so gut, oder wirklich hart Holzschraube irgendwo reindrehen. Damit tut man den Geräten keinen Fallen. Aber im Test habe ich es probiert und dann schauen wir mal, was da so möglich ist. Die werden auch empfohlen, die Geräte, von Therapeuten, AGR-Therapeuten. Ja, was ist das? Das ist Aktion Gesunder Rücken. Die empfehlen die, habe ich gelesen. Ja, müsste eigentlich Aktion Gesundes Gelenk oder AGG oder AGH, Aktion Gesundes Handgelenk sein. Ja, die sind halt ergonomischer als normale Schraubendreher, und wenn jemand den ganzen Tag im Schaltschrank arbeitet oder so, ja, dann sind die dafür gut geeignet, vor allem der, der VDE kann. Und ansonsten kommt man in beengten Bauräumen damit gut klar. Es gibt auch, sage ich mal, noch eine Nummer größer, wenn man mehr Schmackes braucht. Das sind diese Mini-Akku-Schraubendreher, die habe ich euch auch schon vorgestellt. Und die soll es nicht gehen, ich wollte euch den nur unbedingt zeigen, weil aus dem kann man auch so ein Handtool machen. Und das sind Handwerkzeuge, weil die kann man in die Hand nehmen, auch wenn sie elektrisch sind. Losgegangen. Mit denen lässt sich toll arbeiten. Okay, nur so viel zur Einführung. Und schon kommen wir hier zu unserem ersten Kandidaten heute von links nach rechts. Das ist der Broxon ASD. Der ist 180 mm lang, 200 Gramm schwer. Der hat einen 3,6 Volt Akku mit 2 Ampere Stunden. Der kann 1,8 Newtonmeter anziehen und hat da vorne ein selbsthemmendes Getriebe. Und wenn der dann am Limit ist, schaltet er ab. Und dann kann man von Hand nachziehen. Und das geht mit dem ganz gut, weil der ist hinten groß. Der hat hier 2 Druckknöpfe. Einen für vorwärts, rechts rum, und einen für rückwärts, links rum. Er hat auch eine Leuchtdiode, dass man sieht, wo man schraubt. Und einen Micro-USB-Anschluss, mit dem er das Gerät aufladen kann. Und dafür hat er eine Lade-LED. Er macht ungefähr 250 Umdrehungen in der Minute und ist einer mit dem dicksten Durchmesser. Der kommt mit 12 Bits, mit 3 langen, 9 kleinen, mit einem USB-Ladekabel und neben dem Speedy auch mit einem Ladegerät,
Das macht 2,1 Ampere und somit ist der Akku in ungefähr einer Stunde geladen. Und gut kombinieren lässt er sich, habe ich euch auch schon mal vorgestellt, mit einem Bit-Ratschenschraubendreher, mit einem Pistolen-Bit-Ratschenschraubendreher. Und zwar ist das der hier, auch von Broxon. Der hat hinten im Griff Einsätze für die Bits, die dabei sind. Ja, da passen 6 rein. Und das Tolle ist halt, bei dem, den kann man hier so umwinkeln und dann kann man richtig Schmackes geben. Ja? Weil der kann nur bis 5 Newtonmeter anziehen, selber zieht er bis 1,8 Newton. Von Hand kann man bis 5 Newton nachziehen und wenn man dann mehr braucht, ist man hier ganz gut aufgestellt. Der zweite Kandidat auf der Matte ist hier von Stanley FatMax, der Elektro-Schraubendreher. Und zwar hat der 2 LEDs, seht ihr schon, die leuchten oben schön, und einen Mechanismus, wo man eine Bit einsetzen kann, ja, zum Verriegeln, wenn man es kann. Und der hat auch Magnethalter, der ist da auch mit dabei. Da sind auch Bits dabei, 6 Stück. Und den kann man auch wie den anderen laden über Micro-USB. Hier oben ist eine schöne Gummiabdeckung. Im Gegensatz zu dem ist der geschlossen, wenn es mal irgendwie feucht zugeht. Und der hat auch eine Vorwärts- und Rückwärtsschalter oder Knopf. Und man hört, das muss ein Brushless-Motor sein, schätze ich mal. Weil der regelt schön hoch und auch wieder zurück. Der ist aus so einem 2-Komponenten-Kunststoff, liegt ganz gut in der Hand. Der hat auch ein USB-Kabel mit dabei, kein Ladegerät. Der ist 170 mm lang, ohne die Magnetnuss, und mit ist er 220 cm lang. Der hat eben 1,5 Ampere-Stunden Akku und der zieht mit 0,9 Newtonmeter an und macht ein paar Umdrehungen mehr. Der macht nämlich 300 Umdrehungen pro Minute und der passt auch in jede Hosentasche rein. Die haben alle Lithium-Ionen-Akkus, das habe ich euch schon gesagt. Und den kann man toll kombinieren. Ist ein bisschen schwerer, 250 Gramm oder sowas. Und den kann man toll kombinieren mit einem anderen Schraubendreher im fast gleichen Stil. Das ist auch ein Bitratschen-Schraubendreher und der kann was Besonderes. Der kann einmal, sag ich mal, wenn man hier anzieht, links, rechts, die Richtung ändern. Und wenn man hier den festhält, dann dreht er, egal wie ich hinten schraube, immer in die Richtung, wo ich eingestellt habe. Und damit ist man zweimal so schnell. Schreibt Stanley zumindest, und er hat hier hinten auch noch ein paar Bits mit dabei, da passen auch noch 3 rein. Und dann ist man mit den 2 Dingen schon gut ausgerüstet und kann richtig abschrauben. Und jetzt einer, der hat mich ganz, den finde ich ganz gut, der hat sie ganz gut geschlagen im Test, und zwar ist der von Viha Zai Hause. Das ist Mandarin Zai, eine Kombination aus Deutsch und Chinesisch. Die machen eigentlich relativ preiswerte Produkte. Die sind, habe ich euch schon mal in Black Beauty vorgestellt. Und der hat 2 Kraftstufen. Auch wieder ein Vorwärts- und Rückwärtsgang. Und jetzt habt ihr gesehen, leuchtet die Diode hier orange. Er hat vorne 2 LEDs. Und wenn ich hier oben lang bleibe, dann schaltet er um. Die Diode hier leuchtet grün. Und das heißt, er macht jetzt 0,4 Newtonmeter Anzugsmoment. Und wenn ich ihn auf Orange umstelle, schafft er 1,1 Newtonmeter. Und er macht 200 Umdrehungen in der Minute. Er hat einen 3,6 Volt Akku, ist ein bisschen schwerer, knapp 300 Gramm und kostet, so wie der, um die 50 Euro. Das hier ist ein Schnäppchen, der kostet 35 Euro. Also wenn ihr noch Geschenk sucht unter dem Weihnachtsbaum, habt ihr vielleicht eins. Der hat auch wieder einen Magnethalter vorne und kommt mit einer Verlängerung, die jetzt hier liegt und den ganzen Staub schon aufgesammelt hat, und eine Heftklammer. Und der hat da hinten sogar eine Kugel, macht man den rein, schwupp, dann ist er ein Stück länger, der ist auch schön schmal. Ja, und das ist ein toller E-Schraubendreher oder elektrischer Schraubendreher, auch ergonomische Form, ein Kunststoff. Und hier vorne ist so ein Wegrollschutz, wenn der auf der Matte liegt oder wenn es mal schräg zugeht, dass der nirgendwo hinrollt. Oh, der kommt auch mit einem USB-Ladekabel, und zwar USB-C, auch ein relativ hochwertiges Kabel. Und bei dem kann man nur sagen, auch die Verpackung, weil man es gerade von Weihnachtsgeschenken hat, ist hier schön. Der kommt mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bits und eben einem tollen USB-C-Ladekabel. Das finde ich, das macht was her. Und der lässt sich meiner Meinung nach sehr gut kombinieren
mit einem anderen Black Beauty, und zwar dem hier. Der hat ein bisschen einen längeren Bit-Einsatz und da hinten im Griff auch nochmal einen ganzen Haufen von Bits dabei. Da ist man gut ausgestattet. Ja, und der kann auch links, rechts. Und ist quasi der kleine Bruder von dem Zeihause. So, jetzt kommen wir zum, wie soll ich sagen, preisintensivsten Akkuschraubendreher, der hier auf der Matte liegt. Und zwar ist der von Facom. Da hat mir neulich einer reingeschrieben, beachte Stefan, beachte lieber Toolboy, dass Facom-Produkte eine internationale Garantie haben und einen internationalen Warranty Service, also eine Reparaturgarantie. Die schreiben auch 100% Kundenzufriedenheit ist ihnen wichtig, weil der Junge, den gibt es für 150 Euro, da bekomme ich den und den dafür. Er ist schön, er ist top verarbeitet, er hat auch vorne 5 Leuchtdioden, also der leuchtet schön hell, der schaut vorwärts und rückwärts. Ja, da kann man auch einen Akku verriegeln, der hat da hinten eine Ladeleuchte, der ist chemisch beständig, der hat einen USB-C-Anschluss, der ist auch relativ dick, ja, da kann man schon ein bisschen Kraft draufhauen, der hat 4 Volt, der bringt 4 Bits mit, macht auch die 300 Umdrehungen und 0,9 Newtonmeter, ist toll, liegt gut in der Hand, aber ist natürlich heftig auch. Ja klar, wenn ich, sag ich mal, international unterwegs bin und schraub, ja, dann hole ich mir den, weil wenn er verreckt, wenn er kaputt geht, dann ja, kriege ich ihn ersetzt für den Keller daheim und so. Ja, während sie einbildet. Ist ein tolles Gerät, ja, liegt gut in der Hand, ist dick und schaut toll aus. Außerdem kommt er noch mit einem Bitsatz, da sind 10 Bits drin. Und auch einem richtig tollen Ladekabel. Mal schauen, hier hat einen Quicklock vorne und hier richtig massives, dickes Ladekabel. Also von dem her ist der qualitativ schon sehr hochwertig. Ja. Und hat auch lange Bits dabei, also 50 mm Bits und wie gesagt, ist Wasser, IP54 meine ich und auch chemisch beständig. Den kann man toll kombinieren mit seinem kleinen Bruder, das ist schon fast ein wenig übertrieben. Ja, mit diesem tollen Bit-Ratschenschraubendreher, der hat vorne halt auch Links-Rechts-Lauf und er hat hier noch einen Quergriff. Wie gesagt, wenn man da mehr als die 0,9 Newtonmeter anziehen möchte, ist man damit gut aufgehoben. So, jetzt zu den zwei, wo ich mir gedacht habe, geile Nummer. Einer davon ist es auch, beim anderen war ich ein bisschen enttäuscht. Der Bosch hier ist richtig fein. Der ist groß, also fast ein Zweihänder. Der hat 3,6 Volt. Der kann da vorne auch kleine Schrauben, große Schrauben. Das Moment quasi eingestellt 2,5 bis 5 Newtonmeter. Und das macht er auch. Der macht 360 Umdrehungen. Der ist schneller als alle anderen. Er ist auch ein bisschen schwerer, 310 Gramm. Hat einen 5 Ampere-Stunden Akku. Hat den Red Dot Design Award gewonnen und der kann halt eben in 5 Stufen das Moment regeln und Laufzeit ist 2 bis 5 Stunden und man kann, und der hat eine tolle Funktion, entweder hier rein, raus oder gar nichts und wenn ich hier drauf drücke, dann schraubt er selber vorwärts und rückwärts rein und das ist was ganz Tolles, weil dann brauche ich eigentlich hier, habe ich meine Hand frei, kann da halten, was auch immer und muss hier nur drücken. Man macht das ganz intuitiv, das Gerät. Und das ist was, das hat mir ganz gut gefallen. Wirklich richtig coole Sache. Der hat ein Micro-USB-Ladekabel mit dabei, eine Buchse und außerdem kommt der in einer tollen L-Box mit einem durchsichtigen Deckel. Und da ist ein 25-teiliges Bitset dabei und das Ladekabel auch relativ gute Qualität. Und der kostet im Moment unter 70 Euro. Also für mich der absolute Preis-Leistungssieger hier. Tolles Gerät, viel Zubehör, intelligente Funktionen. Damit kann man richtig was anfangen. Und jetzt von dem
Und jetzt zu dem Schraubendreher, halt, den kann man noch kombinieren. Ja, natürlich, Heavy Duty mit dem Bosch Professional Schraubendreher, wo hier die Schlüsselweite hat, dass man auch einen Steckschlüssel drauf machen kann und richtig anziehen kann. Das finde ich so eine gute Kombination. Und jetzt zu dem, von dem ich fast schon ein bisschen enttäuscht bin. Das hier ist der teuerste, der war lange Zeit auch relativ teuer oder hochpreisig, der kostet immer nur um die 100 Euro. Er hat einen Vorteil, er ist VDE-konform, der ist unter 10.000 Volt geprüft und da kann man auch an 1.000 Volt schrauben, wenn man das machen will. Und er hat hinten einen Akku mit dabei und man kann den auch, ist eine auch gute Idee, auch schön hier anstellen. Da vorne passen allerdings nur die Slim Bits rein. Und zum Testergebnis kommen wir gleich noch. Der kommt auch in einer tollen Box, super verpackt. Ja, auch eine L-Box, ein Systemkoffer. Da ist sogar noch ein Ersatzakku dabei. Da ist ein Ladegerät für die zwei Akkus dabei. Also wenn man da wirklich viel schraubt im Schaltschrank und so, ist es eine top Sache. Der kann bis zu, ich meine, 0,4 Newtonmeter, der ist relativ schwach auf der Brust, aber sein selbstständiges Getriebe kann 8 Newtonmeter realisieren. Und ja, das sind so die größten Slim Bits, machen so 8 Newtonmeter. Also von dem her ist es schon in Ordnung, mit dem kann man drehen, aber er hat jetzt nicht die Superpower. Da hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Kommen wir gleich dazu. Da ist ein Netzteil auch noch mit dabei und 6 Vario Bits. Tolle Sache hier in der Box. Also ich will nicht schlecht reden. Ist schon nice auch. Ein bisschen schwach, aber es gibt auch einen Speedy 2, den habe ich leider noch nicht. Vielleicht haben sie da ein bisschen nachgebessert und der ist halt dann in der Hinsicht ja, besser geworden, hoffentlich. Ja, man kann ihn gut kombinieren mit so einem Lift-Up. Da passen dann die Bits auch hier rein, hat noch ein paar mehr dabei und finde ich, das ist auch eine tolle Kombination. Okay, soweit zu Zahlen, Daten, Fakten. Halt, hier habe ich noch ein bisschen was vergessen. Der VH Speed. Ein Huni ungefähr, 6 Limbits sind dabei, Audition-Ionen, ja, haben wir doch schon alles gesagt. Und jetzt zum Test, der liegt hier vor uns auf der Matte. Und zwar lösen wir den auf, und das ist genau von links nach rechts, der Broxon. Ihr habt da kleine 3,5 x 35, die haben so ziemlich alle versenkt, bis auf den Kandidaten da hinten. Oh, das müsst ihr schon schaffen. Und dann habe ich eine 5 mal richtig lang, 70 oder sowas hier. Und da sieht man schon, Broxon, der günstige, hat eigentlich die gleiche Performance so ungefähr wie der Stanley. Und der von Farcom, was ja richtig Asche kostet, der VH Zeihause, war auch ganz gut in der oberen Stufe, hat die Mutter ziemlich reingedonnert. Absolut faszinierend war der Bosch. Den habe ich sogar wieder ein Stück rausgeschraubt, dass sie nicht unten rausschlatzt. Der hat die komplett versenkt. Das sieht man hier. Ja, der hat die richtig reindrückt, die große auch. Und hier der VH, der hat schon mit der Kleinen ein Problem gehabt. Und die große ging so rein. Na gut, ich hoffe, ich konnte euch einen guten Überblick geben. Schaltet jetzt mal wieder ein. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like da, empfehlt es mir weiter. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann empfehlt es euren Feinden. Bis dann, tschüss.